euch noch einen schönen Freitagvormittag. Ich möchte mir jetzt noch die Frage stellen, warum man eigentlich die Menschen da so schikanieren muss. Das fängt einmal erst an mit Tische vor der Tür und dann fängt es wieder mal an, die Sperrstunde so zu präsentieren, dass man sie nicht einmal mit der Nachtruhe vereinbaren kann. Und das kann eigentlich nicht wahr sein, dass man hier jetzt den Menschen als Bittsteller darstellen lässt und dass man dann auch noch laut den Nachrichten, was ich gestern gelesen habe, alle Bezirke auf Rot gestellt werden, lasst mir auch keine Ruhe. Und ich kann definitiv nur sagen, da wird irgendetwas gebastelt, wo die Menschen Angst und Panik kriegen sollte, und das kann man nicht zulassen. Und ich finde, man sollte den Menschen zuhören, und das muss die Regierung jetzt einmal lernen und nicht die Menschen zu ignorieren, weil das gehört sich nicht.